Wohin rüber halt? Einfach runter. Einfach runter. Wir können ja dann immer hochgehen. Einfach runter. Einfach runter. Oh, Sie haben sich aber verändert. Ja, genau. Bin jetzt hübsch geworden. Herr Glitzer. Herr Glitzer. Kunibert. Wie sagen wir immer? Maren Glitzer? Maren Glitzer. Dann bin ich jetzt... Peter Rund. Warte mal, nee, was ist das Gegenteil von Glitzer? Tarisat aus dem Bausteinreich. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt hier Jasmin aka Maren Glitzer vermissen. Aber die ist heute einfach nicht da, oder? Die ist nicht da, nee. Und deswegen habe ich jetzt hier Peter Bond. Genau, und bevor wir eine Zeitreise machen müssen, damit unsere Kobi-Artikel noch als Neuheiten durchgehen, als Vintage, mussten wir jetzt einfach mal am Finger ziehen und präsentieren euch jetzt was, lieber Marco? Mulking-Neuheiten. Nein, genau. Kobi-Neuheiten. Kobi-Neuheiten. Dann fang doch mal mit einer Kobi-Neuheit an, die du unseren Zuschauern heute mitgebracht hast. Oder habe ich eine besonders hässliche? Duck. Ein DUKW Amphibia. Duck. Also Michael Manusakis würde, also hat auch schon, das weiß ich. Aber ich habe das zwungenermaßen, weil hier in der Nähe offenbar einige Leute, die auf amerikanischem Zeug stehen, haben wir das mal geholt. Ja, normalerweise kaufst du ja nicht solche Sachen. Nee, mag ich nicht so. Also wir haben eine Menge amerikanische Sachen heute bei, jetzt fällt mir gerade auf. Ja. Aber gucke ich eigentlich nicht so gerne, weil komischerweise, warum auch immer, laufen hier diese US- und russischen Geschichten, laufen hier alle nicht so gut. Nee, also russische Panzer stehen lange, also amerikanische gefielen doch schlechter, Sherman, wie sie alle heißen, ja. Caffey und Schlagmichtung. Ja, das ist halt Tigerfutter. Aber das musst du halt trotzdem haben. Wenn du ein Diorama baust, musst du irgendwas haben, wofür das schießt. Vielleicht sollte Kobi einfach mal zerschossene Panzer rausbringen. Bitte dann mal. Hässliche Panzer haben wir ja heute noch, dank dir. Ne? Dank mir. Na, werden wir schon sehen. So, wo steht eigentlich Duck? D-U-K-W. Keine Ahnung. Deutscher Unterwasserkampfwagen. Ah, nee, ist falsch, ne? Nee, das sind Amis. Also, das ist wahrscheinlich ein, ich weiß nicht, Amphibia-Shit. Underground. Defense Under. Unknown. Defense Unknown. K, wofür könnte K stehen? W steht bestimmt für Wagon, oder? Combat Wagon, ja. Aber Combat schreibt man noch mit C, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja, weg damit. Weg damit. Soll ich weitermachen? Nee, ich würde jetzt einfach mal einen krassen Bruch in der Geschichtslinie machen und würde hier mal ein wunderschönes Auto vorstellen, was kein Golf ist, sondern ein Lancia Delta HF Integrale. Das sieht aus wie ein Golf 2. Ja. Na, ich würde eher an Golf 1 oder denken. Oder Golf 1. 63 Teile, 1:35. Ist das Youngtimer? Nee, ist nicht Youngtimer, ne? Youngtimer? Das ist noch 1950 gebaut, oder? Der nicht durfte? 1987 bis 89. Also 87 war ich gar nicht auf der Welt. Nein, da war ich schon 10. Ja, habe ich mir auch hier schon im Bausteinreich gekauft. Hast du die ersten Beginner hast du da schon gehabt, ja? Ja, klar, aber nicht offiziell. Ist übrigens, hier steht Lancia Official Product, aber haben sie extra aufgeklebt. Als hätten sie es später nochmal nachgeklebt. Ja, jedenfalls 1:35, Formteil-Massaker, ich mag Formteile. Ja, Patrick. Also, so, jetzt kannst du mal wieder was rausholen. Wieder amerikanisches Gerät. Genau, auch mit Lizenz, ne? Auch mit Lizenz. Gibt es da eine Lizenz? Klar, Lockheed Martin. M142. Genau, mit durchschlagendem Erfolg. Oh, HIMARS ist die Abkürzung für High Mobility Artillery Rocket System, glaube ich, oder so. Genau. Habe ich auch erst rausgefunden. Wobei damit ja nicht das Fahrzeug gemeint ist, sondern nur die Art und Weise, ne? Ja, das Fahrzeug ist wahrscheinlich ein umgebauter W50. Oder ein... W40, nee, nicht hier Spray, W50. Kennst du nicht W50? Guck mal, es gibt auf jeden Fall einen Artilleryman, gibt's dabei. Ja. Aber da ja hier, du kannst es in Deutsch, in Polnisch, Ukrainisch und Amerikanisch bauen. Ist die Frage, ob der Artilleryman, ob du den auch austauschen kannst, ob der denn da. Wobei ich gerade sehe, der einzige Unterschied zwischen ist, dass man hier eine Fliese aufmacht mit der ukrainischen Fahne. Wo ist denn der Unterschied zwischen Polen und den USA? Ach, ja. Da ist ein anderes Zeichen vorne dran. Andere Zeichen? Hier oben die Beschriftung, da. Da ist Schrift dran und das Polnische ist. Ach so. Polnische ist weg.
Einfach nur, da ist einfach nur so ein Orangensymbol in der Mitte. Ja, okay. Bitte, so viel dazu, weg damit. So, ich breche mal wieder die Tatütata, die Feuerwehr ist da. Gab's sie? Ich bin der Meinung, nein. Ich bin ja Jahrgang 77, also mir waren 12 Jahre in der Deutschen Demokratischen Republik vergönnt. Und ziehen wir mal ein paar Jahre an, wo ich in die Windel schäßendes Kleinkind war. Wobei wir im Osten aber haben sie den länger gebaut als den lustigen, den du gerade hast, den Wolf? Den haben sie nur bis 89 gebaut, ne? Und den haben sie bis Landchen gebaut. 2 Jahre gebaut insgesamt und den haben sie hier 1 Million Jahre gebaut. 25 Jahre gebaut. Von 65 bis 90. Ja, aber das ist ja auch dem geschuldet, dass sie einfach 25 Jahre nicht neu bauen durften, während die ja bei Lancia in der ganzen Zeit neue Sachen bauen durften. Ne? Wieso, die hätten auch neue Sachen bauen dürfen. 1 zu 500 ist auch nicht in der Youngtimer Collection. Haben sie die abgeschafft? Vielleicht. Ist übrigens auch ein Official Lizenz Trabant Produkt. Wem muss man jetzt eigentlich Geld für Trabant zahlen? Wahrscheinlich irgend so einem Investoren-Wessi, oder? Ja, wahrscheinlich mit Sicherheit. Der Treuhand? Nee, glaube ich nicht. Aber bestimmt. Irgendeinem lustigen Menschen, der jetzt, sagen wir mal, einen eher wahrscheinlich bayerischen Namen hat, der 77 Teile? 63 Teile. Ja, ne. Typisch Osten, oder? Ja, wir haben Osten nochmal kompakter gemacht. Na, ist ja auch nur Pappe drin. So, Spaß beiseite. Warte mal, ich pack mal jetzt gleich noch einen auf den Tisch, weil ich glaube, ich habe mehr Sets als Sie. Du hast mehr Sets. Hier auch sehr uninteressant, wie ich finde. Finde ich auch. Deswegen haben wir von denen auch nur den genommen. Da genau. Gibt es ja eigentlich drei davon? Oder drei, vier? Genau. In Lommel Sanitäter und einen mit Anhänger. Ja, Willy ist nee, auch... Nee, Anhänger ist wieder was anderes. Okay. Anhänger ist wieder ein Limited Executive, irgendwas komische Edition. Die Nummer 15 Edition gibt es hier mit MG, mit Sunny und mit ohne Dore. Na, auch wieder Lizenz von Jeep. Von Jeep Lizenz Product. Die machen alle nur noch mit Lizenzen, obwohl das eigentlich so eine alte Burke ist. Ne? Ja, hier 80 Jahre D-Day and Battle of Normandy. Okay, komm jetzt. Ist ein Männlein mit dabei. Ja, ein Männlein steht im Walde. Das ist ein US-Paratrooper 101. Airborne. Oder ein ukrainischer? Ich lese einfach nur vor, Herr Ober. Achso, ich glaube bei mir Artilleryman. Ja, du hattest ja auch einen HIMARS, da passt ja auch ein Artilleryman. So, holen Sie mal noch ein Set auf den Tisch. Ich mal ein Set. Und zwar haben wir haben mal wieder Tiger. Die haben ja schon lange keine Tiger mehr bei Kobi. Nee, könnte auch einer der letzten sein, die jemals auf den Markt kommen, oder? Ich glaube, es sind 6 angekündigt. Mhm. Ich glaube, ändert sich dann hinten die Auspufffarbe und beim anderen ändert sich vorne die Mündungs-, die Rohrbremse. Und war das, der hat jetzt Sportsitz oder war das bei dem anders? Ah, nee, dreh mal um. Man kann ich glaube, man kann den Turm rausnehmen. Wow. Also, wenn man den umdreht auf den Kopf, dann fährt er ab und dann kann man drin gucken. Und dann sind da Granaten drin und. Die sind auch abgebildet. Also. Sehr schön, sehr schön. Aber, wie ich sehe, ohne Minifigur. Kein Artilleryman. Nee. Oh Gott, okay, wenn man das Produkt kauft, dann unterstützt man das Tankmuseum daran, ein sehr tolles Objekt zu erhalten für die Zukunft, steht hier. Bobbington, ne? Bobbington. Die haben den einzigen fahrbaren Tiger? Auch einen, ja, drüber. Nee, die gibt drüber noch mehr. Aber, ich sag mal, die haben einen fahrbaren Tiger. Das Problem ist, die Säcke. Ich wollte ja mal in Bobbington fahren. Die haben die Tiger Days und die haben die Tank Days. Und bei den Tank Days holen sie den Tiger nicht raus. Also jetzt normal kommen zu den Tiger Days, da holen sie dann den Tiger raus, weil die anderen Autos nicht. Aber finde ich ein bisschen hohl, ein bisschen scheiße, weil wenn ich mal bin. Panzermuseum Munster hat jetzt auch einen Tiger. Als Leihgabe. Ja. Aber es ist nur so ein halber echter Tiger, oder? Wieso ist ein halber echter Tiger? Oder? Na, das ist in einer aus vielen Teilen zusammengesetzt da. Und auch das mit, ja, das ist so in der Ukraine nicht anders. Meinst du, da ist noch ein T-72 im Originalzustand. So, Herr Ungers, wissen wir, was jetzt kommt? T-72. Nee. Ja, ja. Ein Opel Rekord C Schwarze Witwe. Da wollte ich aber nur sagen, den haben wir wieder da. Also, den hatten wir schon mal. Ja, ich finde den aber hübsch. 138 Teile. Das ist wie ein Lada, ne? Ja. Oder ein Fiat Polski oder wisst ihr Geier was. Ja, er ist hübsch. Gibt's auch wieder. Und ist der Youngtimer, Oldtimer? Nicht nee, schon wieder nicht Youngtimer. Ist aber Lizenz bei Opel. Opel, genau, Opel, Opel. So. Wollen Sie was rausholen oder soll ich noch davon? Nee, hol du mal was raus. So, jetzt hier. Ah, das ist ein Ding. Ich wollte das nicht haben. Möchte ich nur mal festhalten haben. Ich wollte es nicht haben. Wir kommen mal auf Sets, die auch keiner wollte, die Sie aber einfach in die Bestellung geschmuggelt haben. Ich sage nur Hashtag hässlicher Panzer. Jedenfalls eine Cessna 172 Skyhawk. Die gibt's auch baugleich in Gelb. Und in Weiß. In Weiß ist sie so weiß, dass sie, wenn man die vor der Wand hält, man sie nicht mehr sieht. Ist Wahnsinn. Was ich sagen wollte, die haben auch bis auf
die hier alle die gleiche Teilezahl. Hier ist was anderes, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass die andere Fliesen benutzen mussten für den Druck. Ansonsten sind die alle gleich, haben nur andere Farben. Ja, deswegen haben wir uns die anderen Reihen gespart. Ja, gespart. Der DRL haben wir uns gespart, den Weißen haben wir uns hier nur ein bisschen Farbe wenigstens. Eine Cessna, ne? Klassiker. Aber der würde die verwenden, so heutzutage als Drohnen. Ja, kann ja sein. Mhm. Ich hab's jetzt mal ein Video, dass wir den über ganz weit über den Polarkreis ihn abgeschossen haben. Weil vielleicht hat sich auch einer verflogen und haben ihn abgeschossen, aber. Ah, wahrscheinlich waren das hier die Nazi-Basis 774 Pinguin, oder? Nee, die wäre ja Nazi-Basis 774 Pinguin, wäre ja wenn in der Antarktis-Basis im Süden bei Neuschwabenland. So. Neuschwabenland. Ist das nicht auf dem Mond? Egal, also, holen Sie doch mal ein Set raus, Herr Unger. Oh, dann habe ich hier ein schönes. Eine Kirche. Ja. Die ist groß und schwer. Das ist wirklich ein sehr schwerer Karton. 2200 Teile und ist auch ein Männlein bei. Eine Minifigur. Der heißt Sir John Steele. John Steele, der hängt da irgendwo an der Kirche, den sieht man. Genau, gibt der das hängt ja an so einem Fallschirm. Der ist vom 2. Bataillon der 505. Pirr 82. Airborne Division. Ja. Achso, der hängt da ja. Mensch. Gibt hier auch ein Bild, wie er dran hängt. Der hing da wohl wirklich und den haben sie irgendwann runtergeschnitten, oder? Ja, die haben irgendwann runtergeschnitten nach 2 Stunden und dann haben sie aber jetzt, damit die Leute, wenn sie wiederkommen, dass sie den finden, haben sie den immer wieder reingehängt. Also eine Puppe, nicht den gleichen Typen. Der wäre jetzt auch schon ein bisschen fritter. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwo hier, sieht man das, hier eine Wasserpumpe dazu. Weil ja, warum weißt du eigentlich, wir haben dieses Video übrigens hier schon mal gedreht, aber da gab es Probleme. Warum weißt du eigentlich mal auf diese Wasserpumpe hin? Weil die explizit dabei ist. Weil die gesagt haben, das ist das ganz Besondere, das gehört zu diesem Set, diese Wasserpumpe. Das ist ja diese Legende ist mit dabei, mit diesem blöden Fallschirm in dem Gebäude. Naja, was haltet ihr denn von der Church? Wie heißt die? Saint-Marie-Église. Church, ja. Take me to church, ja. Sehr schön. Ja, okay. Kobe have carefully recreated. Naja, okay. Ja. Ach, guck mal, hier steht, he was later taken prisoner. Ja, ja, natürlich. Er wurde gefangen genommen. Also sie hätten ihn auch befreien können. Steht hier auch, warum die Wasserpumpe da steht? Nee, wahrscheinlich hast du die erfunden, die Wasserpumpe. Nein, wirklich, kannst du gucken. Das ist in jedem scheiß Wikipedia-Artikel. Ach so, in jedem. Auch wenn ich was über Aminosäuren lese, lese ich über die Wasserpumpe von Saint-Église da. Ja, wer macht. Du das, wenn man vorher den Internet-Traffic kontrolliert, dann schreibt ihr das alles nach. Ja, ja, pass mal auf. Wir gehen. Ein bisschen länger, So, wir wechseln mal den Kriegsschauplatz und gehen mal in den Pazifik. Premiere: der erste japanische Panzer, den Kobe herausgebracht hat. Von Guangguang gab es schon welche. Im Moment, warte mal, bist du sicher, dass es nicht bei WOT schon mal welche gab? Die hatten immer so eine WOT-Phase, World of Tanks. Also, laut meiner. Ich habe wirklich mies recherchiert. Wirklich richtig mies, ja. Haben die nichts. Egal, jedenfalls gibt es jetzt einen Typ 95 HCO. Sehr schön finde ich auch, dass die hier die, achso, hier ist man auch die japanische Bezeichnung, also in Schriftzeichen dazu gepackt haben. Sehr witzig, 1 zu 35 und diesmal bei dem kleinen Set gibt es eine Minikanone. Minikanone, wie heißt das? Minifigur. Darf man eigentlich dazu Minifigur sagen oder ist Minifigur geschützter? Nee. Hier steht aber nicht da, wer das ist. Das ist das Tank Crew. Das also, Wong Fei Hong ist. Ach nee, das wäre ein Chinese. Wenn hier steht Tank Crew, ist das nicht ein bisschen übertrieben, wenn sie nur eine Figur hinstellen? Die japanischen Panzer sind effizient gewesen, dann braucht es bloß einen. Aber, wenn die jetzt mit japanischen. Crew 3. Wenn die jetzt mit japanischen Panzer anfangen, die haben auch einen japanischen Tiger. Also, das war ein Lizenzbau. Falls es noch nicht genug Tiger gibt bei Kobi, kommt bestimmt. Kommt bestimmt ein japanischer Spezialtiger, der ist ganz grau gewesen. Ja, jedenfalls, ich glaube, auf dem Gefechtsfeld war das eine ziemliche Gurke, aber sie hatten halt. Ja, immer so, hast du einen Panzer oder hast du keinen Panzer? Ich sag mal so, wenn ich den jetzt hätte hier auf der Straße, wäre ich der König, ne? Bis genau. Der nächstgrößere kommt. Aber der nächstgrößere, aber wir haben ja nichts. Also du bist erstmal ziemlich lange der König. Also na, vielleicht wenn kommt irgendjemand mit tieferlichten BMW vorbei, hupt dich an, dass du nicht mal wegfährst. Wollte gerade sagen, kann ich sehen, wenn ich falsch abbiege und dann auf MV bin, machen die mich egal. Dann, also dann kriegst du irgendeinen illegalen Feuerwerkskörper hinten in Auspuffschlitze stecken, dann fliegt das Ding immer um. Ah, Hunger, so, was haben Sie denn jetzt Schönes noch? Ich hab bloß noch mal ganz Großes. Sonic? Naja, hol mal. Nee, warte mal, hast du nicht noch. Ah, nee, warte. Das hätte ich. Guck mal, hier, das Set stelle ich mal zu dir rüber. Das hat der Marco hier auch. Auf Eigeninitiative selbst, ohne nachzufragen, einfach in die Bestellung mit reingepackt.
Manchmal fragt er, ey, was haltet ihr davon? Oder ey, könnt ihr euch vorstellen, das kauft jemand? Und dann hat er das hier einfach reingepackt. Naja, ich fand, also wenn ja schon verschiedene Panzer da drauf sind, habe ich gedacht, brauchst du ja auch irgendwas, auf das du schießen kannst. Ja, aber die sind ja, welcher Mal? 1 zu 48, der ist ja generell unbeliebt. Dann haben wir hier... Was ist denn jetzt unbeliebt? Wo sind denn unsere 27XX-Panzer immer hin? Ja, pass auf. Immer nicht da. Ja, das ist der Tiger, ja? Der Panzer 4 ja. Da noch dabei. Alles was Deutsches. Und ja. Hier ist ein deutscher Panzer dabei. Ja, welcher? Panzer 2, Panzer 1. Ausführung A. Ja. Wir haben auch seit Monaten liegen, ich glaube, um Panzer 2, der mit Begleitgrün. Ich sag mal, ab Panzer 3 geht's los. Aber Panzer 1, Panzer 2, dann Renault mag keiner und Valentine, ist das ein 11 oder ein 9? 9. So, pass mal auf. Und jetzt kommt ja, jetzt blicken wir mal hier auf den bunten Renault. Ne? Den gibt es auch noch mal in dem gleichen Maßstab. Ah ne, ein bisschen größer, aber nicht ganz so bunt. Aber dafür ist dafür General Estienne dabei. Kennst du General Estienne? Nee. Ich auch nicht. Das ist aber offensichtlich ganz wichtig, sonst hätten sie den nicht erwähnt. Vielleicht war der erste Franzose, der es ergeben hat. Den Rückwärtsfahren? Den Rückwärtsfahren? Genau, die Franzosen haben den Rückwärtsgang erfunden in ihrem Panzer. Das sowieso. Aber wahrscheinlich waren die Franzosen die ersten, die den Rückwärtsgang im Panzer hatten. Wusstest du eigentlich, dass die Russenpanzer überhaupt fast gar nicht rückwärts fahren können? Ne, die sollen ja nicht rückwärts fahren. Richtig. Die sollen nur vorwärts fahren. Die sollen maximal einparken, damit das war. Also mehr als 5 km/h. Die reparieren ja auch nicht, die bauen ja gleich einen neuen, ne? Ja, die kannst du auch nicht reparieren. Also wenn du denn hier so ein. Haben wir nicht noch einen Leopard? Nee, ich habe jetzt nur Neuheiten raus. Das sind nur Neuheiten und Altheiten, die wir schon mal hatten. Wir hatten, weil beim Leopard kannst du ja so einen Motorblock innerhalb von 2 Stunden, 3 Stunden theoretisch tauschen. Ja. Beim T-72 brauchst du 3 Tage. Ja, deswegen lassen die ja immer kaputt zurück. Das ist egal. Die haben also, ja noch Menschen, mal, die haben ja noch Panzer. Bevor der Ukraine-Krieg losging, konntest du in Tschechien T-72 kaufen für knapp 40.000 Euro. Und wie viele hast du? Ich hab mir die nicht gekauft. Ich hab gedacht, ich mach das lieber nicht. Ich kann ja keinen Panzer wegnehmen. Außerdem schneiden die einen bestimmt kaputt. Dann ist er kaputt. So. Ja nicht, ja. Wir brechen nochmal die Zeitlinie. Ein B1000. Guck mal, die haben sie bis 91 gebaut. Guck an. Ja, warte mal. Der ist jetzt... Oder 61 bis 91. Sehr schön finde ich. Guck mal hier. Der Buddy Style Fire Department. Okay, da ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, oder? Ja, jedenfalls der Barker ist B1000 oder B1000? B1000, genau. B1000. Ist mittlerweile jetzt die vierte Variante, die es aktuell von Kobi gibt, ne? Ne, warte mal, gibt es Feuerwehr, Polizei? Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen und Bums. Und Pritsche? Und Pritsche, 5. Ah, 5. Also momentan, ne? Barkers, auch immer überliebt. Das ist bestimmt eine Frage der Zeit, bis die Stasi-Version rauskommt. Die hatte hinten so einen Kasten drauf. Ein Garsten. Ja, Barkers. Weil zumindest die im Stasi-Museum steht. Die kenne ich unter. Barkers war ich immer, fand ich toll. Ja, ich weiß, da war ich ein Ferienlager. Habe ich unten durch den Bodenloch rausgeguckt, konnte die Straße sehen. Keine Fenster hinten drin. Sicher, dass du von Barkers warst? Ja, ein Barkers. Und nicht im Fred Feuerstein-Auto. Nein, wieder. Wir waren da mit, ich glaube, 10 Kindern hinten drin. Das waren 19, halt, keine Ahnung, in den 80er, 90er. Number of Seats, 4. Ja, und wir waren, das war halt eine Transporterversion, ohne Fenster. Da war nur vorne ein Fahrerfenster. Und dann sind wir mit, vom Ferienlager, ich kann ja noch nur sagen. Ferienlager. Bist du dir nicht sicher, dass der Fahrer Süßigkeiten verteilt hat? Post-Ferienlager waren wir da und dann sind wir dann zur nächsten Stadt gefahren, das war Rendsberg. Oh, schön, Rendsberg. Und dann sind wir schön. Dann da, haben wir dann uns dann rumgetrieben da. Ich glaube, das muss aber nach der Wende gewesen sein, weil die haben schon rudimentäre Westsachen im Laden. So, warte mal, bevor wir das große Set machen, machen wir noch was echt Langweiliges, ja? Bist du bereit? Der Jeep in groß, 1 zu 12. Ja, genau. 1207 Teile, sehr viele Details. Ja. Geprintete? Ja, generell muss man bei Kuwi nicht mehr erwähnen, oder? Nee, das nicht. Aber Pet printed, no stickers. Viel bedruckt, sag ich mal. Ja. Also wenig, also ist ja nicht viel Fahrzeug, da ist halt viel Druck, viel bedruckt. Ja. Wie gesagt, davon gibt es auch nochmal die... zivile Version, dann gibt es eine Anhängerversion, das ist dann die Limited Edition, glaube ich. Zivile Version? Naja, die heißt die ohne Kanone drauf und ohne rote Kreuzaufkleber und ohne Schnullibulli, einfach nur in grün und hässlich. Diese Willy Jeeps haben sie, glaube ich, auch in Einzelteilen zerlegt, abgeworfen? Ja,
kann sein. Und man konnte die innerhalb weniger, ich sag glaube Minuten, fast halbe Stunde oder so, zwei Minuten, konnte man die zusammenbauen, also die Crew, die, wenn man wusste, wie es geht. Die ging ratzfatz. Heißt, wenn man alle Teile gefunden hat? Ja, wenn die natürlich, ne, entsprechend da landet, wo man sie abgeworfen hat mit Fallschirm. Aber wahrscheinlich kannst du das Ding, ich meine, das sind ja Klemmbausteine, die kannst du ja einfach so abwerfen, dann kannst du den zusammenbauen. Junge. Aber das ist ja keine Kubai, fällt mir auf, wenn man den zusammenbauen will. Nee, jetzt wieder keine Minifigur. Und Maßstab 1 zu 12, der wäre aber. Die geizen in letzter Zeit ziemlich mit ihren Minifiguren. So, jetzt haben wir noch einen. Ich habe nichts mehr, du hast aber noch einen großen. Ich hab einen. Und zwar auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Der hat bisher nicht gekauft hat? Der hat bisher nicht gekauft, aber bis jetzt auch nicht wusste, der Video ist noch nicht draußen. Ach, der ist bestimmt fremdiger. Den schätze ich, den schätze ich so ein. Wir haben für einen besonderen Kunden haben wir die Akagi bestellt. Also, ich hätte gedacht, die Flugzeugträger braucht keiner, nachdem wir die letzten Flugzeugträger alle wie Blei gelegen haben. Die Graf Zeppelin auch? Oh, die Graf Zeppelin hatten wir auch ziemlich lange. Na, ich glaube, bei ich hätte vielleicht nicht 20 Stück jeweils kaufen sollen. Naja, bei Schiffen ist es glaube ich immer so, da gibt es so eine Interessentengruppe und wenn die weg ist, dann will die keiner mehr. Ja. Und dann werden die erst wieder gekauft, wenn es die bei Kobi nicht mehr gibt. Weil sie ja, dann, wenn sie AOL sind, dann würden alle Läden abgegrast, wo noch was sein könnte. Genau, dann, weil Schiffe werden teurer. Es gibt nicht viele Sets von Kobi, die bei AOL teurer werden, aber Schiffe generell eigentlich. Meinst du Tigerpanzer auch nicht? Naja, es gibt ja diesen riesengroßen Tigerpanzer. Mhm. Da dachte man, man hat ja jetzt exklusiv. Und was macht Kobi? Er macht denselben Tigerpanzer nochmal in anderen Farben. Richtig. Also das ist ja völlig hohl. Egal. Jedenfalls, wir können nochmal drehen. Da hinten sind noch so Mini-Flugzeuge drauf. Also sind vorne auch drauf. Achso, Entschuldigung. Ja, aber da sind auch nochmal Mini-Flugzeuge und ich finde aber schön, dass sie diese aus Klemmbausteinen gebaute Modell vom echten Hintergrund abbilden. Meinst du, das ist der echte Hintergrund? Naja, jedenfalls jetzt nicht aus Klemmbausteinen. Könnte auch gerendert sein. Ja, okay, sie verstehen meine Probleme nicht. Ich verstehe ihre Probleme nicht. Aber gut, ist auf jeden Fall ein Riesending und hat 3.500 Teile. Ja, und diesmal ist auch kein japanischer General-Minifigur dabei, oder? Nee. Guck mal, ey, der Crew 2000 Mann, da hätte man. 1925 haben sie den angefangen. Geplant. Dann haben sie modernisiert. Dienst gestellt 27, modernisiert 35 und 38 und 42 irgendwie außer Dienst gestellt. Naja, Battle of Midway, ich glaube, die Amerikaner haben ihn außer Dienst gestellt. Ist ja egal, aber er ist nicht mehr in aktiven Dienst, oder? Nee, keine Ahnung, ob der jetzt auf dem Meeresgrund schimmelt? Nee, die Japaner, die haben den bestimmt. Die Japaner sind ja nicht so wie wir, die holen ja ihre Schiffe wieder hoch. Ne? Hast du nicht Space Battleship Yamato gesehen? Und der hat die Yamato auch wieder gehoben. Space Battleship Yamato. Ich kenne nur Battleship. Ja, du bist halt nicht im Game. Ich habe gestern Abend hab ich im Internet auch gefunden, da hat die japanische Marine das Titellied vom Space Battleship Yamato getrellert. Ich weiß nicht, wenn wir das mit Bismarck gemacht hätten und die Bundeswehrkapelle hätte dann sozusagen das Lied vom Space Battleship Bismarck gespielt. Ja, alle Kobi-Sets, die wir euch hier vorgestellt haben, sind natürlich online und hier im Laden verfügbar. Die könnt ihr jederzeit hier kaufen. Ihr könnt euch auch gerne über Space Battleship Yamato mit Marco unterhalten. Der hat da ein offenes Ohr und können da auch wahrscheinlich mit Detailwissen glänzen. Ich an der Stelle möchte jetzt einfach nur weg. Was für Details? Naja, ich weiß nicht, bevor wir abdriften. Na gut, okay. Denn, kommentiert das Video, liked natürlich, abonniert habt ihr das ja schon, sonst würdet ihr das nicht sehen. Ja, aber es können ja auch Leute sein, die noch nicht abonniert haben. Aber die werden wahrscheinlich bis jetzt nicht geguckt haben. Nee, die haben es bis jetzt nicht geguckt. Der harte Kern hat nur durchgehalten, die zwei, drei. Genau, die haben die ersten drei Minuten geguckt, haben gesagt, was ist der für ein Dödel weiter? Genau, die haben gesehen, Jasmin ist nicht dabei. Hm. Plus die beiden Kasperköpfe weg damit, oder? Ja. Das ist doch diskriminierend, oder? Ja, muss ich schon sagen. Also, ja, wir hatten ja schon machen, klicken und so weiter und runter kommentieren. Ja, da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Flugscheißer, der jetzt bestimmt noch zu den Sachen, die wir hier falsch gesagt haben, Anmerkungen hat. Gerne rein, wir lernen ja nicht aus. Space Battleship Yamato habe ich heute auch das erste Mal gehört. Und möchte an der Stelle nochmal klarstellen, wir hatten heute nicht nur Militär, ne? Ich möchte an den Trabant, den Barkas, den Integral erinnern. Stimmt, war nicht nur Militär. Genau, aber. War viel Militär, aber nicht nur. Wo ist der T-72? Der ist ja nicht neu. Ach so, der ist nicht neu. Aber den haben wir neu da. Also, falls ihr einen T-72 braucht oder einen
Leopard 2, irgendwas ab. Ja, jetzt sind doch einige Sachen wieder reingekommen. Pei Schütze und Pipapo und Schnallerberg und ja. Hat er nicht gesucht. Hä? So, bis denn. Tschüssikowski, gute Reise. Tschüss. Wiedersehen. Nächstes Mal.